Spannungspolitiker Egon Bahr stammt der Satz, die USA sind unverzichtbar und Russland ist unverrückbar. Dieser Satz ist richtig, aber er beschreibt auch ein Problem. Russland ist unser Nachbar. Er bleibt unser Nachbar. Aber Russland ist ein Nachbar, der sich sehr schlecht benimmt. In der Krim, in der Ostukraine. Und dennoch, wir sind nicht gegen Nord Stream 2, weil wir keinen Handel mit Russland wollen. Wir sind gegen Nord Stream 2, weil es eine Wette gegen Europas Klimaziele ist. Wir wollen Klimaschutz und keine neuen Investitionen in fossile Infrastruktur. Und Nachbarschaft, lieber Karl Wilhelm, das ist keine Einkreisung. Der in deinem Antrag gelobte NATO-Russland-Rat, was war der? Es war die vertragliche Vereinbarung mit Russland, der die Osterweiterung der NATO begleitete. Und eine wirtschaftliche und politische Zusammenarbeit mit der Ukraine, eine Assoziation mit der EU, ist keine militärische Bedrohung Russlands, gerade wenn zum Beispiel Deutschland und Europa dem Ansinnen von George W. Bush, die Ukraine in die NATO zu holen, damals eine Absage erteilt haben. Ja, Nachbarschaft setzt Dialog voraus. Ich freue mich über Städtepartnerschaften, Jugendaustausch, Studierende, die hierher kommen. Ich strebe und wir wollen mit dem Antrag gemeinsame Klimaschutzprojekte. Aber wir dürfen uns nicht vorschreiben lassen, mit wem wir in diesen Dialogen sprechen dürfen. Und wir lassen uns auch nicht vorschreiben, was wir bei einem Dialog sagen. Weder unsere Heinrich-Böll-Stiftung, noch die Antikorruptionsenthüller um Alexei Nawalny oder die Wahlbeobachter von Golos sind Extremisten. Sie sind Wächter der Demokratie. Diese Wächter der Demokratie zu kriminalisieren, zu verfolgen, sie einzusperren, ja manchmal Schlimmeres, verletzt die elementaren Rechte im gemeinsamen Haus Europa. Und dazu dürfen wir Grüne nicht schweigen. Und deswegen bitte ich euch, dem Antrag des Bundesvorstands zuzustimmen.